Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. So, ja, wir haben jetzt ein neues Zeitalter. Und dann können wir der erste Suzerän werden von Mohenjo-Daro. Haben wir noch einen Gesandten über. Und da bekommen wir dann den Vorteil, dass wir auch, wenn wir nicht an einem Fluss oder an einem See gegründet haben, wir dann auch den vollen Wohnraumbonus bekommen. Und wir bekommen einmal Tee und zwei Salpeter. Dann machen wir das. Wird jetzt übrigens sowieso. Ah, gut, vielleicht in ein paar Folgen könnte mich Lügen strafen, aber ich denke, schwieriger, ein goldenes Zeitalter zu bekommen. Ah, gut, jetzt haben wir schon mal zwei Zeitalterpunkte. Da haben wir ein bisschen getrickst. Das haben wir extra hinausgezögert, um die. Weil das goldene Zeitalter, das wir jetzt haben, ja eh schon abgesichert war. Dass wir die zwei Punkte dann für jetzt bekommen. Aber wir hatten halt in den letzten Zeitaltern schon viel getrickst. Mit prächtigen Bezirken, dass wir da die Zeitalterpunkte bekommen haben. Einen prächtigen Bezirk können wir noch bauen, Industriebezirk, das werden wir auch schaffen. Aber dann hatten wir die Weltumsegelung gehabt, 5 Zeitalterpunkte, das können wir natürlich nicht nochmal machen. Und ja, wird spannend. So, wir können natürlich absichtlich dann nicht auf Grasfeldern siedeln, sondern in der Wüste, dann kriegen wir nochmal einen Zeitalterpunkt extra. Solche Geschichten. Ja, okay. So, wir machen hier weiter. Wir können einen Gouverneurstitel bekommen für Bauwesen. Kann auf Graslandhügeln und Ebenenhügeln Bauernhöfe bauen, okay. Die Freiheitsstatue, die gibt 4 Diplomatie-Siegpunkte. Wolkenkratzer plus 15% Produktion für alle Wunder. Und öffentliche Bauvorhaben plus 30% Produktion für Handwerker. Und die neu ausgebildeten Handwerker haben 2 Bauoktionen mehr. Jawohl. Das ist, denke ich, gar keine Frage. Aufklärung. Nein. Wir machen neben Bauwesen. Wir werden noch viele Handwerker bauen. Armorschütze. Bereitschaft. Ja, der Handwerker. Der kann. Da ruhig hier nach Osten gehen und dann Sägewerke errichten. So, wie sieht es hier mit der Region aus? Ja, noch einmal Region verbreiten, dann haben sich die Scorpions hier niedergelassen. Also sind in der Mehrheit. Und ja, vielleicht müssen wir eine Runde weiterspielen. Aber hier sollte jetzt die Region verbreitet werden. So, die. Ach, der Landsknecht ist gemein, okay. Ja. Anti-Salpeter zum Upgraden. Nein, da werden wir jetzt noch ein bisschen Gold sparen, dann die Karten reinnehmen zum billiger Upgraden. Bereitschaft. Die Karawelle kann vor Ort befördert werden. Dadurch wird sie natürlich auch heilen. Aber ihr merkt, eine Unsicherheit. Ich möchte die auf keinen Fall verlieren. Gehen einmal zurück. Und heilen hier. Plus 1 Fortbewegung. Ganz viele Stadt-Start-Quests. Wir können dann eine Missionar erwerben, das machen wir aber nicht. Stadt benötigt Nahrung, Sparta, ja. Wir sind ja dabei. Und gerade den Kornspeicher.
Unser neuer Stadtstaat hat Kriege erklärt und wir haben 2 Zeitalterpunkte dafür bekommen, dass wir souverän geworden sind. So, die Einheit der Musketen-Pikenier geht einmal zurück, dass er nicht vom Lager beschossen werden kann. Bereitschaft. So, Bonusdorf. Jetzt Gold bekommen. Dann kann er wieder alleine weitermachen. Ja, und unsere Städte, die haben jetzt praktisch alle Süßwasser. Ein Stadtstaat. Ah, hier wurde noch nichts gebaut, was uns weiteren Wohnraum gibt, aber wir haben trotzdem 5. Und ja, hier haben wir bereits den Kornspeicher. Dann haben wir Wohnraum 7. So, weiter geht's. Wie? Brasilien hat Brasilien echt den Move gemacht, hier komplett rüber zu marschieren. Ui. Das ist Brasilien. Das ist aber Genghis Khan. Ach so. Das stimmt allerdings. Das war jetzt nicht so. Nicht der Hit. Den Handwerker hätten wir ja locker beschützen können. Nee, jetzt nicht noch mehr verlieren. Aber das hat gereicht. Mal ein bisschen weiter weggehen sogar. Genf hat mit Peter Frieden geschlossen, das heißt, da wurde der Souverän gewechselt. Genf hat Genghis Khan den Krieg erklärt. Wir könnten einen Gutware erwerben. Ach, da haben wir keinen Tempel. Haben wir denn einen Tempel? Hier. Okay. Noch mehr Nahrung, noch mehr Wohnraum. Stadtfernkampf. So, das schafft er ja hier alleine. Und dann haben wir hier einmal die Stadt. Den Armbrust schützen. Wir brauchen dringend Feldkanonen. Ah, das lagern wir auch noch. Okay, wunderbar. Oh. Na, okay. Hat aber ein Glück gehabt. Wir verlieren Loyalität. Das ist 2,8. Ah. Wir verlieren da oben Loyalität. Oha. Ja, gut, wahrscheinlich war jetzt einer kein dunkles Zeitalter mehr hat, der eins hatte. Suleiman. Na. Oh. Dann haben wir hier direkt Loyalitätsprobleme. Naja, gut, eine weitere Stadt würde das Problem, denke ich, beheben. Oder weitere Bürger. So, einmal den General verjagen. Da haben wir jetzt schon 2 Generäle dran. Ja, und wir haben hier keine. Leider keine Bauernhöfe in der Nähe. Das heißt, wir müssen das mit roher Gewalt und ohne große Heilung hinkriegen. Belagerungsturm hilft natürlich. Wir greifen dann direkt die Stadt an. Und die Stadt kann nicht heilen.
Ah, wir haben sie belagert. Wir haben hier überall Kontrollzonen. Musketier kann auch noch angreifen. Oh. Habe ich was vergessen? Sorry, Leute, aber das mache ich einmal rückgängig. Ja, wann haben wir denn... Wir haben schon eine ganze Runde wieder weitergespielt. Was haben wir denn jetzt... Ich wollte auf jeden Fall die Politikkarte reinnehmen. Das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt. Mit plus 4 Kampfstärke. Ist hier schon großartig was passiert? Sonst mache ich das einmal ganz kurz rückgängig. Oder ist das Safe-Scam? Nein, das, ich mache das nicht rückgängig. Wir werden hier die... Wir können ja Gold bezahlen. Ah, ist halt ein spielerischer Fehler jetzt von mir gewesen. Ah, ärgerlich, aber das ist halt so. Ja. Dafür gibt es ja diese Funktion. Ja? So. Wir haben auch schon einmal angegriffen und haben... Schon zweimal angegriffen, wir haben auch die eine Einheit nicht down bekommen. Hätten wir die plus 4 gehabt, dann hätten wir die locker down bekommen. So, die Karte brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann möchten wir billiger upgraden. Ja, aber das Upgraden verzögern wir jetzt. Jetzt haben wir ja wieder 300 Gold verbaddert. Also die plus 4 auf jeden Fall reinnehmen. Eventuell werden wir jetzt auch Siedler bauen. Aber im Moment sind sie noch nicht im Bau. Weil wir haben ja wieder die Möglichkeit... mit dem goldenen Zeitalter zusätzliche Bürger zu bekommen bei Stadtgründung. Wir lassen das erstmal so. Wenn wir Siedler bauen, dann können wir immer noch die Karten wechseln. Ja, was nehmen wir jetzt noch rein? Noch die Lagerkarte. Machen wir es so. Haben wir die gut nebeneinander. Yep. Ärgerlich. Na, jetzt kriegen wir halt hier nochmal viel dazu. Und die Einheit wäre auch schon längst down gewesen mit den zusätzlichen 4 Kampfstärke. So, Missionar. Inquisitor. So. Dann sind hier die Scorpions vorherrschend. Produktion wählen. Kornspeicher abgeschlossen. Außenverteidigungsreparatur. Ja, und der Inquisitor hat noch 2 Aufladungen. Der bleibt erstmal in der Stadt. Ja, hier ein Sägewerk. 2 Produktionen. Wunderbar. Und das Gut Ware haben wir bereits gekauft.
So, Mr. Na. Hier seinen Job erfüllt. Ja, genau. Jetzt sieht man hier auch, dass die Religion ausgebreitet wird. Und hier nochmal verbreiten, dann ist die Stadt auch schon unserer Religion angehörig. So. Eine Sache ausprobieren. Aber wir bekommen da keinen Flankierungsbonus. Noch viele Bewegungspunkte. Ja, aber ihr seht, man kann sich, wenn man in die Kontrollzone gegangen ist, kann man nicht mehr zurückfahren. Ich möchte die Karawelle hier nicht gefährden. Wieder zurück. Und hier Angriff. Ah, minus 42 bei den Gegnern. Weiter geht's. Uiuiuiui, was da passiert? Jetzt bin ich geplündert. Ah, ich habe dann Verdächtigen. Hab ich jetzt. Moment. Es ist uns als Ziel gelungen, einen gegen euch gerichteten Notfall abzuwehren. 4 Zeitalterpunkte. Jawohl, der Notfall ist vorbei. Die Sternenkunde ist es, die eine Seele nötigt, ihren Blick nach dem Überirdischen zu richten und sie aus dieser Welt in eine andere führt. Ja, es ist ja natürlich extrem viel passiert und wir haben auch die Allianz verloren. Nein, wir haben immer noch die Allianz. Hier nichts sehen. Moment. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben die Zielbelohnungen verdient. Wir erhalten plus 2 Kampfstärke beim Angriff auf eine Mitgliedseinheit mit einem Stadtschlag. Und wir haben 200 diplomatische Gunst erhalten. Okay, gegen die beiden, ja. Mit Stadtschlägen plus 2. Interessant. Können wir das jetzt direkt in der ausprobieren? Ja, plus 2 aufgrund des Notfalls. Wunderbar. Zack. Dann haben wir hier. Auch die plus 4 durch die. Karte. Und die zweite Stadt. Ja, das ist natürlich ja eine Herausforderung. So. Wurde der Potala-Palast mittlerweile fertiggestellt? Auch Kolosseum wurde nicht gebaut. Wahnsinn. Ja, Potala-Palast ist fertig. Ja! Immer ja auch. Ja, gerade fertig geworden. Mogadischu hat mit Perikles Frieden geschlossen.
Mit Mogadischu passiert. Genghis Khan. Haben wir jetzt Eden mit Genghis Khan, weil der Notfall vorbei ist? Nee. Ist ja immer noch im Krieg mit. Ja, und dann wird der Krieg geschlossen. Na, okay, vielleicht gab es da zwischen den. Gab es da in der Reihenfolge der Gegner einen Wechsel. Und dann wieder einen Wechsel hin zu Genghis Khan. Okay. Ja, Stadt. Handelsweg geplündert. Ja gut, irgendwie verhindern, dass der entkommt. Wir gehen dahin. So. Armbrustschütze hier rein. Wirtschaft. Angriff. Ah, das war's. Sehr gut. So, und hier oben. Ja, kriegen wir jetzt mal die plus 4. Ja, Angriff. Ich denke mal mit den 4 Einheiten. Sollten wir das jetzt vielleicht sogar schaffen? Ja. Wir werden dann vielleicht eine Einheit verlieren. Oder wir warten eine Runde ab, weil wir werden es ja auf jeden Fall schaffen. Ich bin nur bei ihmchen hier nicht sicher. Ach, er kann befördert werden. Aber das sieht doch jetzt eindeutig aus. Sieht eindeutig aus. Komm, Angriff. Nein. Ah, und der konnte befördert werden. Ja, gut, ein bisschen gezockt und. Aber hier haben wir noch einen Musketenpickel mit 2 Beförderung. Oha. Und der Inquisitor geht noch nach da oben. Opiens vorherrschend. So. Geht einmal rein. Tja, wo ist die Barbarenkarawelle hin? Da ist sie. Ja, Notfall abgeschlossen. Notfall erfolgreich abgewehrt. 4 Zeitalterpunkte. Kolonialismus.
Ah, Astronomie erforscht, jawohl. Okay. Da würden wir zwei Gesandte kriegen. Fischerboot-Modernisierung erhalten plus eine Produktion. Kolonialsteuern plus 25% Gold und plus 10% Produktion für Städte nicht auf dem Kontinent unserer ursprünglichen Hauptstadt. Ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Aber werden hier Stadtmauern abgeschlossen. Okay. Kohle freischalten. Kurzer Werkstätten. Also wir kriegen das Eureka wahrscheinlich nicht. Vielleicht durch irgendeinen Zufall. Aber dann können wir hier... Das Problem wäre halt, wenn hier Kohle erscheint, können wir da nicht mehr den Zick draufsetzen. Dann haben wir das ja eigentlich alles umsonst gemacht. Ja, das wäre echt super ärgerlich. Also wir holen uns hier dann die... Ja. Plus eine Nahrung durch Plantagenmodernisierungen. Aufklärungsausrichtung, wie weit ist die weg? Das ist natürlich dann Quatsch. Dann wollen wir das natürlich auch mit dem Heureka erforschen. Die Wissenschaftstheorie. Und dann, also wir möchten nicht die Industrialisierung, wir möchten nicht... Wissenschaftstheorie. Ballistik. Ja. Ja, das klappt jetzt eigentlich mal mit der Beförderung. Vielleicht verlieren wir die Einheit, je nachdem, wen die Gegner angreifen. Da haben wir Nahrungsprobleme. So, in Athen. Ja, da war ja der Plan gewesen, das Wunder zu bauen. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, hier hätten wir wieder so eine Geschichte mit dem anderen Kontinenten. Plus 15% Produktion, plus 15% Glaubermund, plus 15% Gold. Muss neben einem Regierungsplatz gebaut werden. Ja, und wir erhalten 3 Gouverneursbeförderungen. Hat Schmahal für mehr Zeitalterpunkte. Ja, immer wenn wir mindestens 2 Zeitalterpunkte bekommen, kriegen wir einen zusätzlichen Zeitalterpunkt. Oder einfach ganz langweilig ein Kunstmuseum. Bibliothek, Kunstmuseum, also die ganz langweilige Variante. Ah, der Portalerpalast wäre natürlich spannender gewesen, aber den haben uns die Schotten leider vor der Nase weggeschnappt. So, jetzt können wir hier eine Arena bauen, es gibt da nochmal mehr Annehmlichkeiten. Und hier bauen wir, ja, können dann die mittelalterlichen Mauern bauen.
Handwerker werden ja 9 fertig. Bauen wir ruhig die Mauern. Peter möchte Frieden schließen. Ja, wir möchten ja schon uns den einen Handwerker noch schnappen. Und er ist froh, dass wir keine Wunder bauen. Ja, und halt, also, ja. So was Ähnliches werden wir mit Sicherheit irgendwann mal machen, aber nicht jetzt. Die eine Einheit halt verloren. Die Heureka für die Raffinerie. Und da können wir halt noch ein paar Einheiten rausnehmen. Und bei Brasilien. Ah, jetzt hat er hier unseren Bauernhof noch geplündert. Okay, gut, Leute. Ja, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ja, mit 2 Städten, Armbrustschütze. Das sollte doch funktionieren. Und ja, gegen Genghis Khan. Aber die Stadt auf jeden Fall einnehmen. Schade, dass wir die Einheit verloren haben. Okay. Gut. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.